Wir sind das Team Spacebot 21 von der Hochschule 21 und das ist unser Roboter. Wir sind duale Studenten. Wir arbeiten nebenbei, wir studieren nebenbei und machen das Hobby hier sozusagen zum Nebenberuf. Also wir investieren all unsere Freizeit in dieses Projekt und versuchen am Ende bestmöglich dazustehen. Also der Arm an sich ist auf jeden Fall so, wie er hier steht, ist er einzigartig. Und das Spezielle ist, dass er größtenteils ohne Schrauben hält, also über spezielle Verbindungen. Und da ist man natürlich schon ein bisschen stolzer, wenn man es vorher am Computer so plant und konstruiert und dann nachher die Teile einfach zusammensteckt und es passt. Also zurzeit bei dem Reifendurchmesser von 38 cm haben wir ausgerechnet und sind wir so bei 0,38 Meter pro Sekunde, die wir maximal hinkriegen. Da sie jetzt auch so eine riesen Übersetzung haben im Endeffekt. Die Motoren an sich drehen echt schnell, aber wir haben dadurch sehr viel Kraft. Das ist nämlich das Wichtige natürlich. Wir müssen den Berg hochkommen und da auch ohne Probleme langsam. Im schlimmsten Fall kann das Fahrzeug da ja auch stehen bleiben, wenn er dann sich irgendeine Berechnung macht. Und dann muss er natürlich auch ohne irgendwelche großen Schlupfverluste wieder losfahren können. Wir haben Spaß am Lernen und an diesem Roboter, diese Praxis, dieses Projekt, daran lernt man sehr viel. Viel mehr als in einer Vorlesung, wo man die ganzen Folien nur gezeigt kriegt. Und hier steht man wirklich vor Problemen, die auch später in der Industrie oder in der Realität wirklich gang und gäbe sind. Das Team ist toll, weil wir hier kleine Jahrgänge haben. Man kennt sich. Und dadurch ist, sag ich mal, das Miteinander einfacher als vielleicht an großen Universitäten. Und dadurch, denke ich, haben wir einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Wir hoffen einfach nur, dass wir nicht Letzter werden. Und das ist schon der größte Gewinn dabei, Erfahrung zu sammeln und nicht die Letzten zu sein.